sono arrivati l'inverno, il freddo e la prima neve, un idillio che può essere ingannevole e che nasconde pericoli inaspettati. Spalare la neve, soprattutto per le persone che abitualmente non si muovono molto, è una delle cause più comuni di infarto cardiaco. Es ist so, dass man mit dem Schneeschaufeln ja körperliche Tätigkeit macht und mit der Tätigkeit muss auch das Herz mehr schaffen, damit der Körper gut mit Blut versorgt ist. Und es ist so, dass denen gerade auch mit dem Schneeschaufeln, dort man sehr stark auch isometrisch manchmal schaffen, so dass man eben presst. Da geht dann der Blutdruck auf. Und gerade in der Kälte wissen wir, dass da Gefäße zum Teil in der Peripherie, also in den Beinen, in den Händen, eher eng gestellt sind, was der Widerstand nochmal fürs Herz erhöht und der Sauerstoffbedarf fürs Herz erhöht, sodass das Herz noch mehr muss arbeiten, dass eine minderte Blutung noch mehr entstehen kann. Il cardiologo dottor Michael Zellweger dell'ospedale universitario di Basilea tratta circa 4.000 pazienti cardiopatici all'anno, utilizza 350 cateteri cardiaci e 1.500 stent. Non tutti i sintomi indicano necessariamente un infarto cardiaco. È importante che il paziente interpreti subito i sintomi correttamente. Da gilt es zwei Situationen zu unterscheiden. Eine, wo immer, wenn eine gewisse Einengung vom Herzkranzgefäß da ist, so Schmerzen auf der Brust auftritt, die flächig sind, die drückend, brennend, klemmend sind, die möglicherweise bis in den Kiefer, allenfalls bis in den Arm ausstrahlen und wo, wenn ich denen die körperliche Belastung oder auch emotionale Belastungen können, solche Schmerzen auslösen, wenn das nachlässt, klingen die Schmerzen in der Regel wieder ab. Innerhalb von wenigen Minuten bis maximal 10 Minuten oder ein bisschen länger. Und da sollte man schauen, wenn man das spürt, dass man den Hausarzt oder einen Herzspezialist aufsucht, um das weiter abzuklären. Um herauszufinden, ist da wirklich eine minderte Blutung durch eine Herzkranzgefäßverengung vorhanden. Dann gibt es aber die dramatische Situation, wo zum Beispiel auch beim Schneeschaufeln passieren kann, dass durch die Anstrengung, durch den Blutdruck, der ansteigt, so eine Plaque, die bei dieser Verengung oder bei dieser Unregelmäßigkeit des Herzkranzgefäßes ist, aufbricht und es zu einem plötzlichen Verschluss von dem Gefäß kommt. Und das ist dann ein Herzinfarkt. Und das tut vom Charakter her ähnliche Schmerzen machen, wie ich gesagt habe, vielleicht einfach noch mehr und mit auch noch Begleitsymptomen wie Übelkeit, Schwäche, Schwitzen, wo man merkt, Angstgefühl. Und diese Schmerzen tun dann im Gegensatz zu den Beschwerden, die ich vorher beschrieben habe, fortbestehen. Und das ist eine absolute Notfallsituation. Da gilt es, möglichst schnell das 144 anzuleiten, möglichst schnell zum Spital zu kommen, weil dort gilt der Spruch, Muskel geht kaputt mit der Zeit. Time is muscle. Und je schneller, dass man das Gefäß dann wieder der Blutung herstellen kann, meistens durch einen Herzkathetereingriff, desto mehr vom Herzmuskel kann man retten. Il primo soccorso fino all'arrivo dei soccorritori è di estrema importanza. Se il paziente è reattivo, di solito è sufficiente riscaldarne il corpo, ad esempio con una coperta e sollevare la parte superiore del corpo. Tuttavia, se ci sono delle aritmie, è necessario agire immediatamente. Und wenn Kammerflimmern entsteht, dann tut das Herz eben nicht mehr schön regelmässig pumpen, sondern es flimmert eben, es schwabbelt dann noch, es kommt kein Blut mehr zum Hirn. Und innerhalb von 10 Sekunden ist man in so einer Situation in der Regel bewusstlos. Und da gilt es, wenn Sie eben da sind, dass Sie sofort, nachdem Sie benachrichtigt haben, eine Herzmassage mit den Reanimationsmassnahmen anfangen, damit die Blutzirkulation im Hirn wieder hergestellt werden kann und den Hirnschaden kann verhindert werden. Und selbstverständlich, sobald die Ambulanz da ist, versucht man dann das Herz wieder mit einer Defibrillation
in Takt zu bringen. Aber diese Phase gilt es zu überwinden. Und vor allem in solchen Situationen haben Menschen, die so einen Kreislaufstillstand beobachten, ganz eine wichtige Rolle. Il rischio di un infarto cardiaco aumenta soprattutto con i fattori di rischio come il fumo, l'ipertensione, la glicemia alta e i livelli di colesterolo troppo elevati. Denen ist es auch die familiäre genetische Veranlagung, die man leider natürlich nicht beeinflussen kann. Und denen gibt es so ganze Gruppen, wo dann so Risikofaktoren halt häufiger vorkommen, wie beispielsweise Übergewicht, wo man häufig einen hohen Blutdruck antrifft, ein hohes Cholesterin, einen hohen Blutzucker und auch Bewegungsarmut, wo denen so ein Päckchen macht, wo es viel wahrscheinlicher lässt sein, dass man so eine Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung mit einjährigen Tod entwickelt. Per ridurre la probabilità di un infarto cardiaco si deve smettere immediatamente di fumare, si deve adottare una dieta sana, fare esercizio fisico ed evitare lo stress e il sovrappeso. Dopo i 40 anni, un controllo generale dello stato di salute è un'altra misura preventiva importante. Chi lavora all'aperto in inverno, facendo sport o spalando la neve, deve sempre riscaldarsi bene prima. Ulteriori informazioni sull'infarto cardiaco sono disponibili anche sulla piattaforma online TCS MyMed.